Als vor vielen, vielen Jahren wir angefangen haben, diese Räumlichkeiten zum Leben zu erwecken, waren wir das erste Mal zu Weihnachten, einen russischen Weihnachtsmarkt hier drin. Also russische Künstler, die draußen keine Möglichkeit hatten, irgendwo runterzukommen, hat mein Kunstamtsleiter damals gesagt, dann bieten wir ihnen mal was an. Und dann haben die Weihnachtsausstellung gemacht. Und irgendwann haben wir dann Frau Büchner gefunden. Aber ich will Ihnen Dank sagen, dass Sie das hier immer noch mit so viel Engagement und Einsatz für uns, ja, für das Land Berlin und für den Bezirk Spandau, diese Räumlichkeiten sozusagen am Leben erhalten. Also, dass Sie überhaupt genutzt werden können, dafür haben Sie auch mal eigentlich. Mit der Ausstellung Timeline, ich muss mal die Chips an die Seite stellen, nimmt die Galerie Historischer Keller als einer von über 60 Orten in diesem Jahr wieder am Europäischen Monat der Fotografie teil. Dieses Großprojekt verschafft nicht nur der Fotografie als wichtigem künstlerischen Medium, sondern auch der Galerie Historischer Keller und den beiden Fotografen eine weit über den Bezirk Spandau hinausgehende Aufmerksamkeit und wird in den kommenden Wochen sicher viele Besucherinnen und Besucher an diesem besonderen Ausstellungsort gewissermaßen in den historischen Bauch der Spandauer Altstadt locken. Sabine von Bräunig und Ingo Kuzia haben mit der Ausstellung ihrer fotografischen Arbeiten in den historischen Räumen des Kellers nicht nur Bezug zum Kontext genommen, sondern sie haben ebenso einen deutlichen Akzent gesetzt. Sie beginnen auf inhaltlicher, ästhetischer und emotionaler Ebene einen Dialog zwischen verschiedenen Zeitebenen und Epochen. Die Timeline, so der Titel der Ausstellung, die sie mit ihren Arbeiten setzen, spannt einen weiten Bogen vom 15. Jahrhundert, wo wir uns räumlich befinden, aus dem Kern dieses Architekturkontexts, über das bewegte 20. Jahrhundert und die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg bis hinein in die unmittelbare Gegenwart, in der die Fotografien in diesen geschichtsträchtigen Räumen eine eigene, bildmächtige Bedeutungsebene entfalten. Beide Künstler, sowohl Sabine von Bräunig als auch Ingo Kuzia, begeben sich mit ihrer Arbeit auf eine fotografische Spurensuche, die in gewisser Hinsicht einer archäologischen Feldforschung des Krieges und des Militärs gleichkommt. Denn sie konzentrieren sich in dieser Ausstellung auf die fotografische Repräsentation zurückgelassener Architekturen im südöstlichen und nordwestlichen Berliner Umland, die ursprünglich militärisch genutzt wurden.